Von Chipkov führt der Queen Charlotte Walkway in 3 bis 5 Tagen über eine Strecke von 67 Kilometern nach Anakiwa. Wir laufen aber nur 5 Stunden durch die sattgrünen Küstenwälder und über Bergrücken entlang des tiefblau leuchtenden Queen Charlotte Sounds bis zur Furneaux Lodge, unserem nächsten Übernachtungsziel. Immer wieder bietet sich uns ein herrlicher Blick durch die immergrünen Baumfarne auf das blaue Wasser des Queen Charlotte Sounds. Am Nachmittag erreichen wir die Chalets der Furneaux Lodge, dem Pub ohne Straße, direkt am Queen Charlotte Sound gelegen.